Hallo Leute und herzlich willkommen zur Effektlektion. Kommen wir als nächstes zum Phaser. Der Phaser schickt euer Originalsignal sozusagen mal wieder auf den zweiten Signalweg, behält aber auch trotzdem das Originalsignal weiter. Das zweite wird dann verzögert durch einen All-Pass-Filter und ist dadurch auch wieder sehr geeignet, vor allem für Melodien, Vocals, Breaks eben ganz typisch, wie ganz viele Effekte auch. Wir haben den Effekt einmal hier zum Beispiel, aber natürlich auch wieder in der Software. Und wir führen es euch wie immer vor. Diesmal habt ihr hier noch die Möglichkeit, von Min auf Max zu gehen, also wie extrem er sozusagen eingestellt ist, und hier noch an der Modulation von den Millisekunden her was zu ändern. Hier geht es eher ums Feedback und die Rate. Werdet ihr dann alles gleich wieder sehen. Ähnlich wieder wie der Flanger. Es funktioniert ja auch ähnlich, aber es ist nicht dasselbe. Das Ganze mit dem Effekt aus der Software. Also ihr seht auch hier, funktioniert sehr ähnlich und das ist ähnlicher wie beim Flanger, dann im Refrain wird es auf jeden Fall problematisch. Ist einfach zu viel, klingt eher störend, weniger zu empfehlen. Und auch hier genau dasselbe Problem eben wieder im Refrain nicht zu empfehlen. Durch den Filter eben wird ja klar viel auch aus dem Track rausgefiltert und nimmt dann ja auch die Stimmung, die Dynamik. Kommt dann eher träge, deswegen eher wieder in den Breakdowns. Yeah, he ain't wanna lay the hands on me. He should see the way she dance on me. Yeah. Wishing I ain't had no pants on me. Aber eben auch diese Effekte sehr mit Vorsicht zu genießen, eher auch wieder wohl dosiert. Das gerade eben war auf jeden Fall zu viel. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.